bereit, den Käse zu hobeln. Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Aber bereit, den Käse zu hobeln und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich. Nacht und für alle, die es noch werden möchten. Ich habe jetzt Vormittag, Mittag, Abend auslassen, gell? Sehr wurscht. Ich habe dazugehört, ich war immer noch dabei, die riesigen großen philosophischen Auswirkungen unserer letzten Ausführungen im letzten Part zu begutachten und ach beurteilen. So. Und hast schon neue Erkenntnisse dazu? Nein, es wundert dann echt. Es gibt gewisse Gebäude, da gibt es einen Eingang, da gibt es einen Ausgang. Und es gibt Gebäude, da gibt es einen Aufzug. Aber keinen Abzug. Das ist... Wenn man das jetzt dann nur vielleicht in einen deine Mutterwitz verwandeln könnte, fällt dir dazu was ein? Deine Mutter ist so dumm, wenn sie in einem Hochhaus ganz oben sitzt oder steht oder was auch immer, sucht sie nach einem Abzug eh. Apropos Hochhaus, Wolkenstadt. Cloud City! Voll, wir haben uns hochgeladen in die Cloud. Hochgeladen! Gut, eigentlich sind wir von oben in die Cloud gekommen. Das ist noch besser. In die iCloud. Das wird bald der Nachfolger von der Cloud werden, wir werden sehen. Der Space. Wir haben uns in den Space hochgeladen, ey. Digga. Grüß Gott. Grüß Gott. Was? Wir sind ganz höflich. Roskam. Chopper hat Kopfgeldjäger geschickt. Senator Bel Iblis wurde von einem gefangen genommen. Einem Söldner namens Cleef. Kota, der Senator, wurde entführt. Ich suche ihn. Der schaut immer so zurückblieben. Wenn er geht, so... Weiß ich nicht. Wo ich gehe und stehe, tut mir meine Macht so weh. Pamela. Choppers Handler. Das bietet sie einfach an. Ich gehe und stehe, tut mir meine Hand langer so weh. Also ich bin damit überhaupt nicht zufrieden, glücklich. Einverstanden, würde ich sagen. Erotisiert. Das schon. Und dann damit nichts zu tun. Ja, unser Machtanzeiger ist dann schon ganz mächtig. Ey, bist du deppert? Unsere Machtanzeige ist mächtig. Was tut ihr so da? Ihr seid eines bedeutenden imperialen Senators habhaft geworden. Ja, ich sehe gefangen, den Senator. Aber Boss Chopper ihn jetzt hat. Wie fällt das aber der auch? Nicht so lustig. Ich sehe vorbereitet. Diese werden sterben. Gekliefen. Irgendwie finde ich das gerade mega genial. Marcian habe mich sehr. Mich sehr euer Bösling. Das ist in Chargers sein böser Zwillingsbruder. Und der ist auch gefressen, fern, weil er ihm ein Auge gestohlen hat. Finde ich cool von der Storyline, von der Idee her. Hab was. Das sind eine Portern? Ja, das ist fast so gut wie der Abzug. Wie heißt das wohl? Gangen. Gangnam-Style. Gangen-Style, ja. Okay, der hat keine Machtfähigkeiten, sonst kann man eigentlich durchwürgen in Ruhe. Durchnudeln! Auf der Kriege Gustav essen. Ich soll euch jetzt super heftige Lektionen erteilen. Schaut, das glaube ich da nicht. Ich soll euch jetzt heftige Lektionen erteilen. Was du triffst es gerade so ein bisschen an in die Chroniken eines Sturmtrupplers. Es nimmt die keiner ernst. Und wenn ja, wie kommen wir dorthin? Lauf, du bist high. Frei. Lauf, du bist high. Cleefilen? Cleefchen? Cleefchen? Wo bist du?
Du rennst mir nach, ja sag das doch gleich. Ja, sag doch. Und dann müssen wir das auch gleich beenden. Ich habe heute leider noch andere Termine. Glaube ich. Jetzt bist du nicht mehr so cool, ha? Was ist denn mit dir los? Das war gerade... Darauf war die nicht vorbereitet. Bist du deppert? Das ist ja... Mach der Schiffstart klar. Komm, ich bin mit Chopper und den Senator. Aber ich schaue dabei. Zurückbleibt. Dann müssen wir hier schnell weg. Zurückbleibt. Ich sei zurückgebliebste sein. Ich bin euer zurückgeblieben. Euer zurückgebliebenster Teil. Hey. Ich hab mir ganz kurz gedacht, das sind Freunde vielleicht. Aber nö. Da hat die Mama gesagt, man soll weltoffen durchs Leben gehen. Aber dann sind da doch trotzdem überall Feinde. Sehr finster. Tja, und dann war es Nacht. Schwarze Luft kommt, wir hätten sowas rechnen können. Wer hätte mit sowas rechnen können, sie? Ich sehe nicht euer Freund, sie. Bist du deppert, du geht's auch. Wie die Luzi. Geht der ab, die Luzi? Jetzt war du noch, du bist ein Fleischberg. Du Fleischberg. Mit den nach oben wachsenden Zähnen. Sie losen vielleicht, ist ein bisschen ungenau. Musst du mir nicht extra drauf. Ja, das war Maß. Musst du mir nicht extra drauf ansprechen. Das war sogar ausgegangen. Außer wir wären runtergeflogen, hätten die Mission von vorne anfangen müssen, dann hätte ich mich geärgert. Dann wäre sie sich nämlich nicht ausgegangen, ne? Ja. Wäre right. Ich schau, wie das war. Bitte aufhören, da so unschuldige Bügel zu unterschlagen. Ich wollte gerade sagen, da war doch irgendwo Leben. Außerdem sind das keine unschuldigen Bürger nicht, sondern sind das Kriminelle, haben sie gesagt. Der war unschuldiger Bürger jetzt. Na, den Stobe gehört hast. Ja, käme ich aus. Komm. Gut, auf der anderen Seite, warum ist er da hergekommen? Snöberschuld. Ja, ist. Wir geblieben. Hier gebleibt. Hier gebleibt und zurückgeblieben. Aus dem Weg. Da waren nur Kronen irgendwo. Ah ja, da. Ja, schon wieder drei Fleischberge. Noch ein Leben irgendwo. Bitte, da blockt er doch tatsächlich. Macht er den Block?
Tanzt ihr? Das war aber scharf. Wir wissen es ja. Ja, das möchte ich auch gerne wissen, was dort wird. Detail. Löwen. Löwen, genau. Einfach effektiv und das Blaue fliegt uns auch nur so um die Ohren, Mensch. Der Stoßangriff ist aber cool. Blinkt auch was. Erledigt ihn! Jetzt! Ja, wir haben ja keine Zeit zu verlieren, ne? Ja, voll. Wir sind eine geheimste Geheimnismission unterwegs. Es ist eine Geheimnismission. Ja, ich denke, das wird es jetzt sein. Lass ihn frei. Na gut. Herr Jedi, ich hoffte, ihr würdet kommen. Der Yeti, ich hoffte, ihr würdet abhauen. Diese Stimme. Ihr seid gescheitert, Senator. So verhandle ich. Mit deinen Brüdern? Ja, nicht nur mit dem Brüdern, auch mit den Schwestern, bitte, die darf man da nicht vergessen. Das ist schon wieder Mandalorianer. So. Es geht euch nicht an, Jedi. Keine Lebensanzeige haben, dann macht man noch nicht gut. Außer das ist ein Mandalorianer. Ja, die stehen da unten. Aber pst. Man dachte, das ist schon das Böse. Das Böse! Ich hab noch mehr davon auf Lager. Süß. Ja. Massen. Na, sieh mal einer guck. Mit vier Augen. Wir haben doch schon gelernt in der letzten Mission, dass es nicht auf die Größe ankommt. Ja, weil er sich cooler fühlt, nur weil er sich so einen riesen Schrotthaufen mit ins Spielfeld reinholen tut. Das ist so... Wie oft wirst du ihn jetzt eigentlich noch anlassen? Immer. Und öfters. Okay. Und ewig. Und dauernd. Ja, irgendwie... Tut sich da jetzt nicht so sonderlich viel. Ja, das Mikrofon steht ein bisschen davor aus meiner Perspektive. Ich meine, es tut sich schon was, aber... Sie sollten auf ihre Gesundheit achten, Commander. Commander Schmalkegel. Commander Freud. Kann man so machen. Das ist logisch. Leben! Steppert, jetzt weichst du ja fast manchmal aus. Das ist ja Wahnsinn! Du bist ja ein Meister der... Der Tastenkombination. Bei dir weiß man nie, ob ein Lob einmal sarkastisch kommt oder nicht. Das ist alles, was sarkastisch ist. Ja, ich hätte furchtbar gerne eine Pizza. Ja. Gerade war alles schon nur sarkastisch, was du sagst. Gut, das meiste. Nein, ich hab keine Pizza. Ja, sag dir nur mehr. Der ist aus der Nähe ein bisschen schwer zum Fassen zu kriegen. Das
dasselbe denkt er sich von dir an. Würm dauernd greifen, aber immer fliegt er weg. Ich glaube, so richtig mit dem Nahkampfdings tust du da ein bisschen schwer. Ja, das meine ich. This is what I mean. Aber es wird. This is what I mean. Ja, bis morgen haben wir es durch. Until tomorrow eh. Und dann kommt der Chopper auch nochmal runter, wahrscheinlich. Und weg. Na gut, er bleibt da mal ein bisschen still stehen. Vielleicht kriegen wir eine Bombe. Ich darf dann mal aufs... Hat sich erübrigt. Und da ist es so. Lang bis er von oben auf und drauf hupft. Mit seiner großen, schweren Macht. Gefällt dir die große und schwere Macht? Ja. Da, ja. Da, jetzt machen wir das auch, weil wir es kennen. Bist du deppert? Das ist ja Wahnsinn. So viel Frucht ist nicht zu fassen. Doc! Das ist was fürs Fernsehen. Den Part schicken wir an Wave. Le Bomber. Du wie Hefit. Flup. Auf einmal kommt der Cliff wieder eine Kracht. Mixe, nixe tot sein. Nee. Ixe, wixe da. Ixe, wixe da. Ich meine genauso, wie ich es gesagt habe. Nein, manchmal meine ich die Dinge genauso, wie ich sie sage. Nicht mehr, nicht weniger. Ganz ehrlich. Na schau. Das Thema mit so viel Fitness. Lustig. Tralalalala. Das hat kurz zurückblieben und lustig gleich ausgeschaut. Fasziniert mich. Was ist los, alter Mann? Sag mir, was du siehst. Das geht einfach so. Naja, einfach nicht, aber, naja, aber doch einfach. Du bist ja eigentlich so gesehen nur ein weiterer Sturmtruppler in meiner Sammlung. Ja, mit einem Apostroph im Namen. Verlierst du im Feuer nicht Leben? Nein. So. Du bist ein ganz cooler. Kegeln. Kegeln. Wämmst dir eins. Nicht kegeln. Dafür wirken, weil ich es ja kann. Because I can it. Bomba. Na Bomba? Entschuldigung, wer fliegt da gerade in der Luft spazieren und kämpft mit der Luft? Mit der Luft. Who is fighting this RE? Und tschüss. Es ist der Job. Ihr seid sicher, Senator. Wo warst du die ganze Zeit? Mhm. Danke, mein Freund. Warum er? Ja. Ich bin hier auf Geheiß von... General Coter, ich weiß. Ich weiß von euren Plänen für die Rebellion. Helft ihr uns? Nein. Ich habe mich dem Imperator schon zu oft widersetzt. Er hat mich und meine Familie zum Tode verurteilt. Natürlich helfe ich euch. Wir müssen uns mit Bail und den anderen treffen, um unser Vorgehen zu planen. Okay.
An irgendwem erinnert er mich. Sagt Coulter, dass ich ihn kontaktieren werde. Hat denn der James Bond damals ausgeschaut? Lange, lange Haare. Juno, ich komme zurück. Der James Bond. Bin gleich. Ja, sicher da. Nein, nicht der James Bond. Der nicht. Der James T. Kirk, ne? Ja, genau. Nein. James T. Kirk. Wie heißt denn der Schauspieler? James T. Kirk. Deine Taten auf Axis Prime haben den Imperator missfallen. Die Feinde des Imperators haben Angst. Ich erarbeite mir ihr Vertrauen. Wenn ich im Gespräch mit euch beobachtet werde, wenn sie Verdacht schöpfen, dann war alles umsonst. Warte nicht zu lange, kontaktiere mich. Ich bin ein Ungenäher. Ich glaube ja auch. Woher weiser Spruch? Der war's. Auf Corellia sind alle bereit. Bail und seine Verbündeten. Ihr habt eure Rebellenallianz. Doch was werdet ihr damit machen? Essen. Habt Vertrauen. Ja. Ich tue das Richtige. Für uns beide. Boah! Für uns beide und dann dieser Cut. Und dann dieser Cut, da kennt man jetzt fast schon, was das nächste am Navigationscomputer steht. Corellia. Okay. Du hast die Verbündeten kontaktiert, die du finden konntest, gehandelt werden mit ihnen. Nächste Schritte, okay. Ich darf mich nicht überraschen, wenn es nur wieder so ein Cinematic-Karten ist. Aber gut. Ja gut. Wir hatten Spaß. Den Spaß unseres Lebens. Wir hatten ganz viel Spaß, das machen wir jetzt nicht mehr. Und deswegen machen wir nur noch einen Speicherer. Ja, Speicherer. Und haben diesen Part noch vollbekommen. Mit unserer 20 Minuten Zielzeit, ZZ. Ja, sag denn du. Gut, wir verabschieden uns aus einer fruchtbaren, geistreichen Aufnahmesession. Und... Riechen, schmecken, füllen uns das nächste Mal wieder. Hätte ich jetzt einfach mal so eine improvisiert. Und wenn ihr bis dorthin in einem Aufzug steht, dann denkt dran, es ist auch ein Abzug. Genau. Denn es geht nicht nur auf, sondern es geht auch ab. Alles hier auf gefunden, Games. Die guten als auch die bösen, die guten als auch die schlechten Schmähs haben auf diesem Kanal ein Zuhause gefunden. Wunderschöne Worte. Ich finde auch. Deshalb. Grüß euch. Und Tüdelü.